So, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer nagelneuen Folge Occupy Mars. Wie immer mit unserer bezaubernden Easy, frisch gestärkt und mit mir. Und in der letzten Folge waren wir unterwegs, haben uns Fragezeichen zusammengesammelt, beziehungsweise diese Tablets. Und unter was? Es war der große Gesteinsbrecher dabei. Das gilt es heute aufzubauen. Beziehungsweise Easy hat schon ein bisschen was vorbereitet. Ihr werdet es gleich sehen. Quasi in dieser Folge wird er definitiv entstehen. Das kann ich euch schon versprechen. Ansonsten werden wir jetzt kurz weiter gucken, was macht unser Feld. 97%. Naja, was fertig unser Mais. Okay, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt rausgehen und uns den großen Gesteinsbrecher zu Gemüte ziehen, werden wir noch ein bisschen was Neues einpflanzen. Wir haben... Stopp, nicht so weit. Wir haben hier noch ein bisschen was. Ich würde sagen, Kürbis oder Äpfel? Wir probieren heute mal die Äpfel. Mal schauen, haben wir die... Nein, haben wir nicht. Haben wir wieder ausgerüstet. So, die Apfelkanone. Wir müssen diese bestimmt erstmal hier einbringen. Hoffe ich mal. Das Ganze fünfmal. Ja, das sieht aus wie Bäume. Da werden wir bestimmt nicht drum herum kommen. Reicht alles, reicht alles, reicht alles. Sehr schön. Da werden wir bestimmt nicht drum herum kommen, auch noch die Kuppel zu nutzen, oder? 1 von 4, genau. Na gut, schauen wir uns auch dieses an. Hier läuft auch alles. Wir gehen raus. Easy hat den Helm auf. Und schauen uns den großen Gesteinsbrecher an, wie er entsteht. Wie gesagt, Easy hat hier kurz schon mal etwas weiter gebaut, um die Pumpe in Gang zu kriegen. Es ist ja jetzt auch ein Riesenprojekt geworden hier mit dem Brunnen. Wie gesagt, hier gibt es Wasser, Methan und Sauerstoff. Natürlich müssen wir das hier noch alles verbinden, die Pumpen weiter aufbauen. Allerdings fehlen uns dafür die kleinen Platinen. Leider. Das heißt, wir müssen definitiv wieder auf Tour, um diese zu sammeln. Ansonsten seht ihr schon, der große Gesteinsbrecher ist schon vorbereitet. Uns fehlt quasi noch der Rover. Wo steht der dahinter? Wir haben auch hier die Tankstelle etwas umgebaut. Quasi ein paar Panels erweitert, weil wir nicht wissen, wie viel braucht denn hier dieser Gesteinsbrecher. Weiter kommen wir noch nicht, ist noch gesperrt, weil er noch nicht fertig gebaut ist. Machen wir aber gleich. So, wir müssen zum Rover. Er ist schon beladen. Easy war fleißig. Er hat gesagt, wenn wir dieses Ding heute schon aufstellen, dann möchte ich auch testen, was kommt denn dabei raus. So, Easy, dann gehen wir kurz rein, denn wir brauchen noch eine große Leiterplatte. Die haben wir uns hier zur Seite gepackt. Das kann auch erstmal raus. Kann dann später weg. Wir schnappen uns unseren Bunsenbrenner. Und dann machen wir ihn jetzt fertig. Auf die Plätze. Fertig. Los. So. Wie gesagt, ihr seht, es sind ein Haufen Materialien. Das wollte ich euch ein bisschen ersparen. Dementsprechend, wie gesagt, haben wir das vorbereitet. So, wir benötigen Strom. Wo ist denn das Kabel jetzt? Kabel lag vorne. Genau. Strom und Wasser. Obwohl wir ja nur Strom benötigen, würde ich sagen. So, angeschlossen. Kann man hier was erkennen? Nicht wirklich, ne? Dann müssen wir hochgehen, um zu schauen, wie viel Strom braucht denn dieser große Gesteinsbrecher. Ein Kran. Das wird der große Drucker sein, nehme ich mal an. Auf jeden Fall sehr interessant. 20 kW. Das ist eine ganze Menge, aber die sollten wir haben. Noch ist die Sonne da, das heißt, wir können schauen. 144 gehen rein. 20. Na, dann bekommt er auch 20, würde ich sagen. Und zwar 144, Moment. Das sind die Akkus. Von hier aus gehen
144 weg, ne? In die Akkus, genau. Und in den Schredder gehen 20, haben wir gesagt. So, rechnen wir kurz durch. 20 mal 12 macht 240, doppelte sind 480. Heißt, es ist auch abgesichert. Geht viel zu viel rein, aber egal. Haben ist besser als brauchen. So, easy. Gib Gas. Wir wollen schauen. Den nehmen wir noch mit. Als kleines Andenken. So, schauen wir doch mal, wie das Ganze aussieht. Oder vorne hat sogar eine Stopplinie. So. Na dann, easy. Einmal entladen, bitte. Naja, sieht nicht viel anders aus als bei dem kleinen Gesteinsbrecher. Allerdings, wie gesagt, haben wir hier den Vorteil, hier schon einen Drucker mit drin, ja. Das heißt, wir müssen unsere ganzen Materialien nicht hin und her schieben. Available point for technological advancement. So, würde ich sagen, wir schauen mal nach. Auch wie viel Platz hat denn dieser Schredder für Material? Ich hoffe, ein bisschen mehr als der kleine. So, Lagerbestand. Oh ja, auf jeden Fall. Das heißt, wir können das hier Ganze mal ein bisschen neu sortieren. Hallo. Hallo. Calcium. Eisen. Silizium. Können wir hier unten noch Uran lagern, ne? Ah ja, und wo ich es gerade sehe, zweimal haben wir ja noch an Laptops. Einen wollten wir zum Anfang der Folge machen. Ich denke mal, das wird jetzt soweit sein. Machen wir einfach mal. Wir schauen mal nach. Was wird es uns bringen? Die mittlere Kuppel. Hm. Sehr schön. Allerdings haben wir jetzt gerade die kleine, ne? Vielleicht bauen wir ja nochmal um in dieser Folge. Mal schauen, ob wir so viel Material haben. Ich würde sagen, ich hole mal schnell das andere Material aus der Werkstatt. Dann können wir mal schauen, wie viel haben wir denn insgesamt. Ich würde sagen, das Eisen hier unten nehmen wir auch noch gleich mit. Wir machen den Schredder mal richtig voll. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn der komplett voll ist und gewisse Sachen einfach noch nicht vollständig sind. Oha. Wenn unser Easy da mal nicht überladen ist. Nö, sie kann noch laufen. Sie ist hart im Leben. So, einmal hinten zum Drucker. Ich würde sagen, dann nehmen wir erstmal alles raus. Oh. Vier Sachen. Die holen wir uns gleich wieder. Aber wir wollen ja alles voll machen, ne? So, unser Essen nehmen wir dann mit. Das Tablet. Nein, das wird nicht geschreddert. Brauchen wir ja noch. Luisi macht mir die Taschenlampe an für euch. Ist aber auch ein Riesenprojekt geworden hier. Junge, Junge, Junge. Den müsste man noch schön beleuchten, ne? Können wir noch ein paar Lampen hinstellen. Dass wir ihn auch aus der Entfernung sehen. Wenn wir dann irgendwann nachts hier ankommen. So. Lagerbestand. Ne, werden wir mal ein bisschen erweitern. Alu. Alu. Na, ist auch gleich voll. So, Alu ist voll. Eisen.
Calcium haben wir noch Luft. Uran natürlich. Braucht man. So, und die haben wir noch Luft, ne? Schade. Hier haben wir noch Calcium. Also im Gegenzug dazu ist Silizium jetzt wirklich Mangelware, ne? Gut, dann können wir die wieder zurückbringen. Aber wir gucken mal nach, was kann man denn jetzt alles hier drin bauen. Wir haben ja noch ein paar Sachen vor. Sleep deprivation warning. Ja, ja. Pflanzenkiste, Akkubohrer, Hubschrauber. Die Flaschen sind immer noch nicht implementiert. Schade. Rover, Batterieerweiterung können wir nicht mehr bauen. Wir haben schon 4. Solarzellen. Also eigentlich können wir quasi alles bauen, was wir drin auch bauen konnten. Und noch mehr, ne? Uranstab. Anzugsbatterie. Jetpack. Naja. Universal Wandpanel. Was soll denn das sein? Was brauchen wir denn dafür? Hm. Wollen wir es einmal bauen? Können wir mal machen, ne? Oh, schade. Schon fertig, der Drucker. Das haben wir jetzt wo? Im Druckerbehälter. Naja, wir nehmen es mal mit. Gucken wir mal weiter, was können wir noch bauen. So, wo waren wir hier? Feststoffraketen. Genau. Das brauchen wir definitiv. Wie viel brauchen wir denn davon? Ich würde sagen, wir bauen uns erstmal 2. Ha, wieder zu schnell. Das ist echt fix, der Drucker. Wovor? Achso, es wird kalter. Aber das soll uns ja jetzt momentan nicht mehr stören, ne? So, weiter geht's. Was haben wir noch? Einen Brunnen. Okay, hier können wir sogar sämtliche Teile. Ein Schneemann. Das ist ja nicht schlecht. Alle Sachen bauen, die wir auch normal bauen können. Sauerstofftank, Solarpanel. Ein Bett. Haben wir. Kapseladapter. Feld. Behälter. Hm. Ein Hangar können wir auch hier bauen. Hm, könnten wir auch noch machen. So, Linientank, Badezimmer. Kühlschrank. 2-mal. Stahlrampe mit Geländer. Hm. Müssen wir erst noch freischalten, ne? Quad. Einen schweren Rover, ein Quad. Haben wir dafür alles? Uns wurde ja geraten, wir sollten noch ein neues Quad bauen. Ah. Ha, jetzt können wir mal gucken. Ach, er macht eine Kiste. Okay, und wie kriegen wir das denn jetzt hier raus? Hä? Haben wir 2 gebaut? Oder 3? Was haben wir denn jetzt gebaut? Was macht er denn? Stellt uns jetzt quasi die Werkzeuge dafür her, oder wie? Ich dachte, er druckt jetzt das komplette Quad aus. Ist aber auch nicht schlecht. Dann hat man gleich alle Teile vorrätig, die man genau braucht, ne? Schauen wir doch mal nach, ob das alles ist, was wir dann brauchen. So, haben wir alles? Scheinbar. Was haben wir jetzt verbraucht?
Bisschen Alu. Bisschen Eisen. Aber mehr haben wir sowieso nicht. Okay. Okay, dann würde ich sagen, hier fahren wir jetzt wieder runter, ne? Wir stöpseln den Rover auch gleich wieder an. Oh, schön, dass wir nichts sehen. Warum eigentlich nicht? So. Das Ding ist doch beleuchtet. Genau, das mit der Tankstelle passt auch noch. Nein. Wir wollten die Lichter wieder ausmachen. Warum muss es denn immer dunkel sein? Das heißt, er kann morgen wieder sammeln. Und wir wollten ja gucken. Moment. Izzy muss kurz schlafen, damit es hell wird. Bis gleich. So. Und da sind wir wieder. Im Hellen. Jetzt können wir uns das Quad quasi aufbauen. Garage. Quad. Ja. Wo können wir es hinstellen? Egal. Am besten gleich zur Tankstelle. Na, komm, ihr habt jetzt gerade Platz gehabt. Da. Na dann, auf geht's. Kleine Leiterplatte. Die werde ich dann auch noch schnell holen. Bis gleich. So, da sind wir wieder mit der kleinen Leiterplatte. Allerdings ist es jetzt wirklich auch unser letzter. Da haben wir definitiv gar keine mehr. So, schick sieht's aus. Ist auch schon aufgeladen? Zu 100%. Jetzt wollen wir auch wissen, ob es auch wirklich schneller ist, ne? Siehst ja, es ist etwas schneller. Vorher hatten wir 22 km/h. Dieses schafft 32. Das heißt, wir könnten auch mal ein, zwei... Na, nochmal, langsam. Wir könnten dann auch mal ein, zwei Touren starten. Apropos Touren. Wir benötigen dazu ja die Kisten. Stell mal ab, Izzy. Die hatten wir noch im Rover. Die hatten wir schon mal irgendwann vorbereitet. Das weiß ich. Aber ob sie da jetzt noch drin sind, das müssen wir erstmal nachprüfen. Jawohl. Sind noch da. Was wir dann damit anfangen können, werden wir sehen. Mal schauen, wie viel Platz uns diese Kisten dann bieten. So, ich denke mal, die müssen wir jetzt irgendwie in die Hand nehmen. Einmal. Zweimal, jawohl. Passt. So. Wie viel Platz haben wir denn hier? Ach du, so viel ist es ja gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Ja gut, das heißt, wir haben 10 Plätze. Naja, eine unterste Reihe von Inventar. Gar nicht mal so schlecht. Wir wollen ja nicht immer nur meckern, ne? Okay. Hatten wir jetzt diese Feststoffraketen schon eingepackt? Ja. Dann würde ich sagen, wir schauen jetzt erstmal nach unserem Mais. Und dann werden wir uns dabei machen, auch mal diese Raketen aufzubauen, ne? Mal schauen, wie das funktioniert. Und wie wir sie einlagern müssen dann. Und danach gehen wir das Brunnenbauprojekt wieder an. So, gehen wir erstmal in unser gutes Gartenhäuschen. Equalizing pressure.
Ich würde sagen, der Mais ist fertig, ne? Ja. Sehr schön. Wir haben jetzt 35 mal Mais. Allerdings brauchen wir neue Samen, ne? Nein. Naja, aus 35 teilen wir uns mal. Ist der da jetzt 102? Hat der jetzt wirklich 102? Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist komplett voll. Wow. Und das ist so leer wie immer. Wir können ja mal gucken, wie voll das ist. Wo ist denn jetzt... Das haben wir noch im Rover gelassen, ne? Schade. Ah ja, was du nicht in der... Was du nicht im Kopf hast, ne? Ich würde sagen, ich verräume das kurz, ordne das und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir verräumen jetzt mal schnell unseren Mais. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns das nächste ran. Jetzt haben wir ja auch nochmal Mais. Pfeffer. Oder Kürbis. Wir nehmen mal den Kürbis mit. Ich denke mal, die ersten Pflanzen werden ja fertig sein. Dementsprechend werden wir die bestimmt umlagern können. Hoffe ich zumindest. 15%. Das dauert doch noch ein bisschen. Schade. Egal. So. Dann schmeißen wir die Sachen. Moment. Erstmal wieder sortieren. Die Rakete. Das kann hier bleiben. Das brauchen wir noch. Das kann raus. Und natürlich aufräumen, ne? So. Wie gesagt, kleine Leiterplatten sind die definitiv jetzt alle. So, jetzt weiß ich auch wieder, was wir vorhatten. Und zwar, wir wollten ja gucken, was dieses Universal-Wandpanel ist. Ah, irgendwas leuchtet hier. Aber in Rot. Irgendwie anbauen kann man jetzt nicht, oder? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Das hier irgendwo anbringen auch nicht. Wir finden es noch raus. In einer der nächsten Folgen im Zweifelsfall. So, was machen wir jetzt Schönes? Was hatten wir denn vor? Pflanzen haben wir gemacht. Räumen wollten wir, das haben wir auch gemacht. Drucken, bauen. Was wollten wir machen? Ach ja, wir wollten noch die Rakete zusammensetzen, ne? Frage, wo machen wir das jetzt? Kann man das drin machen? Hier haben wir so schön viel Platz. Können wir uns ja voll auslassen, oder? Gut, hier baut das nicht. Müssen wir bestimmt rausgehen dafür. Er möchte bestimmt nicht, dass Easy mitten in der Halle genau sowas zusammenbaut. Dann würde ich sagen, machen wir das gleich hier vorne.
Direkt in der Sonne. Können wir noch ein bisschen Pigmente haschen. So. Und das zweite auch noch. So, was müssen wir denn machen? Ich glaube, wir mussten jetzt irgendwie die Teile immer nehmen, ne? Ah, und da reinstopfen. Ja, Grundkurs, wie baue ich eine Rakete? Batteriezelle? Scheinbar nicht. Die jetzt eingepackt? Schmeiß die raus, die brauchen wir noch. Da, nicht vergessen. So, das wird außen sein, Raketenkamera. Da vorne hin. Raketendüse. Hier hinten dran, okay. Aber die Batterie. Muss doch. Ah, hier vorne hin. Naja, also es passt selbsterklärend, also jetzt nicht zu kompliziert. Wenn man sich ein bisschen reintüftelt, gar nicht mal übel. Also die Idee vom Entwickler ist erstmal nicht schlecht. So. Was haben wir jetzt? 10 Stück. Wo ist er denn jetzt? Ah, hier. 10 Raketen. Aha. Der Tank fest hier immer bloß 5. Das heißt, dieses Bauset. Ah, wir bauen es auch noch zusammen, oder? Hat gerade so einen Spaß gemacht. Also nochmal, mal gucken, ob wir draus gelernt haben. Ein Raketentreibstoff. Damit sie abheben kann, ne? Die Batteriezelle kommt vorne hin. Die Düse nach hinten. Oh. Bleib ja richtig liegen. Ja, kann er nachträglich noch reinschöpfen, ne? Nein. Hat er auf der 1 gepackt. Kann man die einpacken? Tatsache, sehr gut. Okay. Das heißt, die Dinger sind jetzt erstmal bestückt. Können für den nächsten Asteroidenangriff losfeuern. Ein bisschen was haben wir auch geschafft. So. Alles andere in der nächsten Folge. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffen, euch in einer der nächsten Folgen natürlich wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald.